Hi Leute und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt endlich angekommen beim Saisonauftakt in Bahrain. Und nachdem die Püsenfolge richtig genial war, wir haben richtig viel machen können, richtig viel alles an Entwicklung, alles, was weiß ich noch, wir haben gut in die Forschung in der letzten Saison noch reingesteckt. Und ich bin richtig gespannt, wie es rennen wird. Ich bin jetzt schon ein bisschen nervös und aufgeregt, wie das Auto sein könnte, wird. Ja gut, aber wir werden gucken, wir werden erstmal das hier machen. Bei den ja, Zielen. Okay, ich bin gespannt. Wir können eigentlich schon direkt losgehen. Wir haben es hier nicht zu machen. Wir haben es hier Trophäenraum in schlechtem Zustand. Okay, das können wir vielleicht noch machen, ganz kurz. Aber bevor wir jetzt hier reingehen, wo ist der Trophäenraum hier? Ja gut, den machen wir jetzt noch schnell hier. Zack. Haben wir noch irgendwas im schlechten Zustand, was gemacht werden müsste? Nee. Das andere ist alles. Was wir aber noch gucken müssen, ist, ob es Fahrerwechsel gab. Das haben wir ganz vergessen zu gucken. Bottas bei Mercedes! Lol, Hamilton ist weg! Ist er zurückgetreten? Ist der hier zurück? Daruvala bei Alpine? Stroll, das war schon. Alonso Aston Martin war auch. Latifi Haas. Albon bei Alfa Romeo. Vettel bei Alpine. Okay, so viel hat sich dann doch nicht getan. Aber der krasseste Wechsel. Bottas bei Mercedes. Man kann. Fahrer können wirklich zurücktreten. Hamilton ist nicht mehr da. Lol, habe ich gar nicht mitbekommen irgendwie. Oder muss man das sehen? Aber Hamilton ist zurückgetreten. Wahnsinn. Damit habe ich ja niemals gerechnet. Okay. Das heißt, wir gehen sogar ohne Hamilton in die Startstellung jetzt. Und Bottas ist zurück bei Mercedes. Boah, ist das krass, Alter. Boah. Okay, ja, das wird, also mal sehen, wie der performen wird. Bin gespannt. Freut mich auch für ihn. Ich meine, den Alfa Romeo hat er nicht verdient. Da ist einfach zu schlecht, nenn es mal. Für ihn. Okay. Gut, es soll natürlich trocken bleiben. Das alles andere wäre auch nicht brauchen. So, hier können wir jetzt diesmal nicht mit Autoteile austauschen. Okay, ich bin gespannt, wie wir stehen werden. Wir werden die erste Session erstmal simulieren wieder. Wie wir es immer machen. Wir sind vorne dabei, würde ich sagen. Also nach dem ersten Training zumindest. Es war nur Training. Das hat nichts zu sagen. Aber nach dem Training sieht es schon mal gut aus, dass wir schon mal nicht wirklich abgerutscht sind. Wenn überhaupt, weil wir haben so viel gemacht. Wäre schon ein Wunder, wenn wir abgerutscht wären. Ja, ich auch 3000 einfach mal. Aber ich glaube, oh, das ist nicht so ausschlaggebend, weil guckt euch das mal an hier. 4 Zehntel hinter Gasly, das war Ocon schon lange nicht mehr, wenn überhaupt mal. Okay, jetzt gehen wir aber zum dritten Training. Jetzt gehen wir zum dritten Training. Jetzt werden wir erstmal beim Setup suchen wieder. So, das muss hier hin. Das muss wahrscheinlich hier nach links etwas. Gehe ich mal davon aus. Und das Gut muss auch ein bisschen hier in diese Richtung. Okay, das könnte schon genug sein sogar. Dann werden wir das Gut gucken. Das Gut könnte schon das sein, eventuell. Machen wir mal das so oder nicht? Doch, machen wir mal so einfach. Machen wir doch einfach mal das. Ja, lassen wir das mal so. Das Optimal, das oben muss halt bleiben. Okay. Das Optimal muss bleiben ungefähr. Ja, so ungefähr. Da muss man das mal versuchen, so zu machen und das dann so. Ja, das könnte besser sein. Das könnte auf jeden Fall besser sein. Das eventuell auch. Das ist ungefähr gleich, bis auf minimal. Das muss halt in die andere Richtung, denke ich mal. Und das ist nur dafür zuständig. Das heißt, das muss so hin, ne? Ja, jetzt könnte das gut sein, das besser sein, das ist aber vielleicht zu weit weg. Das kann man aber hier mit dem, ja, perfekt. Okay, das muss halt sich noch umändern jetzt. Okay. Jetzt nur noch hier das ein bisschen wieder so machen. Okay, so würde ich das mal lassen. So ist es erstmal besser. Doch, und das hier so ein bisschen machen. Aber ich doch einfach mal so. Ja, so kann man es immer machen. Ja. Ja.
Ja, okay, so kann man es immer lassen. So kann man es machen. Fürs Erste. Und bei Ocon. Okay, der hat schon mal nicht schlecht, immerhin. Das Gute muss sein, in diese Richtung. Das in diese oder in diese, ich weiß nicht. Das auf jeden Fall in diese. Okay, das ist schon mal hier, das hier. Das würde ich mal einfach so machen. Das großartig muss natürlich einigermaßen. Ja, so ungefähr. Das könnte gut sein. Ja. Okay, das eine muss auf jeden Fall ein bisschen weg. Das muss so sein und das muss dann einfach mal so sein. Okay, so würde ich es mal lassen. So hier das so. So würde ich das erstmal lassen. Vielleicht kann das hier von gut sein. Mal sehen. Jetzt gehen wir aber erstmal zum dritten Training. Los geht's. So, okay, Laufplan, ja. Nicht vergessen. Ich dachte immer hier, dass diese Strecke ein bisschen die Reifen killt, aber hier kann man mindestens 20 Runden fahren. Das ist interessant. Okay, dann macht mal hier euer Setup. Warte raus. Ah, ne, jetzt fahren sie raus oder so. Ah, ne, Ocon ist schon raus. Ah, okay, ich dachte schon, okay. Ja, Ocon, das soll ja schon mal auf Bahn, Gassi genauso, damit die halt, wie gesagt. Ich bin mal gespannt, ob es heute verschwommen ist. In Abu Dhabi tut mir es nochmal leid, da ist es wirklich wieder verschwommen gewesen, ein bisschen etwas. Ich habe vielleicht wirklich den endgültig den Trick, weil ich nehme das mal, also manchmal nehme ich immer im Dunkeln auf, dass vielleicht das Bild dann ein bisschen es schwerer zu erkennen und deswegen so ein bisschen versucht zu erkennen und dann, naja, weil Mexiko und Brasilien habe ich mehr oder weniger im Hellen aufgenommen, relativ und da war es dann wieder nicht und jetzt in Abu Dhabi ein bisschen im Dunkeln und schon zack war es wieder. Es könnte sein, jetzt nehme ich hier gerade so gegen Mittag auf, also wenn es richtig schön hell ist, also ich hoffe mal. Das ist jetzt im besten Fall nicht, ist gerade beim Auftakt das Spannendste sein könnte, eventuell. Aber es wird zu zeigen. Ich bin mal gespannt, wo Ferrari, wo alles steht. Red Bull scheint immer noch ganz vorn zu sein. Und wir eventuell auch. Das wird sich im Qualifying dann erst richtig zeigen. Jemand ist von der Linie abgekommen. Boah, das war Mercedes. Aber ich finde irgendwie, das ist richtig, oder? 84% bei Gasly. Ja? Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay, thank you, yeah. Schon mal fürs Erste. Okay. Oh, das ist in der Mitte. Das kann nicht wieder überall jetzt sein, ne? Ah, das kann nicht wieder jetzt überall sein. Das ist optimal. Okay, sehr gut. Das so fand ich ein bisschen nach links, nach links, nach links, würde ich einfach mal so schätzen. Ne, nach links, würde ich einfach mal so schätzen. So einigermaßen. Na, oder halt so. Oder so. Ja, oder so. So, ja, los. Ja. Muss das aber so hin. Ja, okay, so lass uns das mal bei den beiden zumindest. Das ist halt optimal. Ja, okay, das muss dann doch ein bisschen so hin. Ja. Und das. Ne, Sekunde. Das habe ich falsch gemacht. Das meine ich nicht. Das fahre ich dann so hin. Ah, okay. Es verändert sich das nicht nochmal hier ein bisschen? Na, oder in diese Richtung. Weiß ich es nicht. Ich würde einfach mal schätzen, das muss in diese Richtung einfach. Da ist das okay. Das ist okay, denke ich. Das weiß ich nicht. Aber das muss aber jetzt ein bisschen hier so hin. Okay.
Ja, so lasse ich das mal. Und das muss ich halt noch. Ja. Ah, come on. So würde ich das erstmal machen. Ja, so kann man es lassen. Nee, noch nicht. So kann man es eventuell lassen. Ah, come on. Es geht doch mal. Jetzt. Ja, okay, die beiden, okay. Okay, jetzt, ja, so lasse ich das mal. So lasse ich das jetzt mal. Okay, und jetzt kann mal Ocon mir hoffentlich mal seinen sagen. Eine Sache fehlt bei ihm noch. Gut. Ja, 72. Ist besser geworden, aber ist nicht um Welten direkt. Okay. Na, ist das schlecht? Das muss jetzt nach links, okay. Ja, mach das mal so einfach. Genau so in diese Richtung. Das vielleicht muss noch ein bisschen nach links, würde ich einfach mal schätzen. Nee, falsche Richtung. Fände ich so ungefähr. Okay, das ist gut. Muss wahrscheinlich so hin, würde ich einfach mal schätzen. Da muss das einfach mal so hin. Ja. Oh, das. Ja, das ist best. Das, ja, das kann man erstmal so lassen. Würde ich fast sagen. Ja, ich so lasse es jetzt mal. Fürs Erste. Okay. Dann macht mal weiter, Jungs. Okay, Pierre. Gasly ist mit Reifen sparen auf 3 aktuell, ne? Allerdings fährt da ein Verstappen mit hart auch bloß. Ja, aber trotzdem ist es schon krass. Leclerc weiß ich es nicht. Alonso, der ist Martin scheint doch gar nicht so schlecht zu sein. Eventuell. Ja, oder halt, keine Ahnung. Würde mich für die wirklich freuen, aber allerdings, Joe ist auch gerade nur 17 da, also wer weiß, was das zu sagen Da hat. ist schon ein Wagen von der Linie abgekommen. Vettel ist auf einmal 4 vorgekommen. Krass. Und Magnus ist auf einmal vor, ja, der hat ja immer so viel Fehler gemacht hat zuletzt. In der letzten Saison, meine ich. Jetzt kommen hier mal ein paar Seiten. Bottas kommt gut ran. Es hat ein bisschen hat weniger Aussagekraft. Aber es kommt, Jungs. Sagt mir mal bald was. Gasly wird mir gleich ein Fazit geben. Kann Von der ich. Linie abgekommen. Ich hoffe mal, dass das besser jetzt ist. Ja, 92%, naja, immerhin. Zwar immer noch nicht ganz optimal, aber ist gut. Es ist besser geworden. Dann halt mal sehen, was sagt ihr jetzt dazu? Dreimal optimal, okay. Gut, das ist gut, okay, das ist eigentlich einfach, ist 4 Stück auf 100 zu bekommen, eventuell. Die drei müssen bleiben. Das muss minimal nach links einfach, weil das direkt ganz rechts auf der Linie ist. Und das muss einfach ein bisschen halt nach links, nach rechts. Das ist ganz einfach, diesmal zu machen, denke ich. Aber es ist halt schwer, dass das gleich bleibt dann die letzten drei. Mal gucken. So das könnte schon ganz gut sein mit dem Großartig. Die beiden sind aktuell geblieben. Das ist minimal nur. Wofür ist denn das da? Okay, nee, eine Sekunde. Das ist ja dafür eigentlich da. Ja. Ja. Ja, okay. Ja. Doch gar nicht mehr so. Ja, doch, doch. Das ist jetzt bei alles drei gleich. Das ist minimal nach links und das ist so ein bisschen nach rechts. Okay, das könnte der Jackpot jetzt sogar sein. Nein, ja, ich muss wieder neue Reifen, ja. Ich werde es natürlich nicht mehr ausprobieren, aber mal sehen. Mal sehen, ob das ist, was ich will. Einigermaßen zumindest. Also die drei sind gleich geblieben. Das soll optimal bleiben, hoffentlich.
Und die anderen beiden sind halt so, wie ich denke, dass es sein muss. Ja, immer noch gut. Ah, ist sogar wieder runtergegangen. Ah, Mann. Bei Ocon habe ich gerade ein bisschen Schwierigkeiten, das irgendwie zu optimieren. Ja, gut. Was hat er jetzt zu sagen? Okay. Das bedeutet, ich gehe einfach mal davon aus, dass das jetzt hier nach rechts muss. Okay, das ist schlecht, das habe ich so gemacht. Dann muss eigentlich das nach links, nach rechts einfach. Okay, das habe ich mir nicht gemerkt. Okay, das muss so. Ich habe eine bessere Idee. Ich mache einfach zurücksetzen schnell. Damit ich hier nicht so, damit ich ein bisschen Überblick behalte hier. Bei dem ganzen Zeug. So. Dann. Das einfach mal so hin. Das muss so hin einfach mal, mache ich mal. Okay, ja. Ja, etwas einigermaßen. Ich glaube, das würde ich aber lieber mal so lassen. Das ist ungefähr gleich, das ist ein bisschen nochmal geändert. Das ist geändert in die andere Richtung. Das ist auch in die andere Richtung ein bisschen geändert, aber ich glaube, das muss sogar fast noch ein bisschen mehr in diese Richtung eventuell. Keine Ahnung. Ob oder ob nicht. Ja, würde ich jetzt mal nur so machen. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit, oder kann das sein? Ah, nee, so muss das fast sein. Ah, Mann, schwierig, Alter. Das muss man so, denke ich. Dann muss aber das so, ja, dann lasse ich einfach so. Nee, lasse ich nicht so. So, lass ich das mal. Ja. Ja. Ja, okay, ich lasse einfach so. Ist zumindest solange es vielleicht über 80 kommt, im besten Fall. Ist es ja nicht so schlecht. Hoffe ich. Okay, bei Gasly war es lassen. Bei Gasly könnte es wirklich okay sein. Also, ich meine, ganz gut sein. Da könnte es vielleicht wirklich sogar in die Nähe der 100 kommen. Hoffe ich zumindest. Also ich denke mal Funde. Ich meine, ich habe die anderen drei gelassen, das andere ist nur noch minimal und das andere ist ein bisschen mehr. Das könnte schon das sein. Eventuell. Aber wissen kann man es erst im Qualifying, dann wenn ich das ausprobiere noch, das Setup. Die meisten sogar in der Box. Nicht mal eine Sekunde weg ist Gasly gewesen. Von Verstappen. Das mit Reifen sparen. Und da hat er mir da auch nochmal die Softs aufgesetzt gehabt. Und wir sind am Ende nicht mehr rausgefahren. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ocon hat ein bisschen mehr Probleme gehabt aktuell, aber gut, ist egal. Autotech-Kenntnis ist irgendwie nicht so gut, aber gut, ist egal. Qualifying von 1. Los geht's. Radio is good. You can hear me, yeah? Radio check. Okay. Radio check. Okay. Hoffentlich wieder ohne Verkehr. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem halt auch. Ja, aber jetzt fangen die beide alle Glück zu haben. Okay, wir gucken uns so die Runde einfach an, weil ich einfach wissen will, ob das hier irgendwie vielleicht verschwimmt. Ich hoffe mal nicht. Dann gucke ich gleich mal auf die Aufnahme mit. Aber bis jetzt sieht's gut aus, tatsächlich. Als ob das wirklich an der Dunkelheit liegt, oder was? Normalerweise wäre es bestimmt, wäre es wieder das Problem, dann hätte es bestimmt jetzt mindestens schon einmal verschwommen und das immer in Sekundentakt, immer mal. Ja, nee, es ist nichts aktuell. Als ob das wirklich schon an der Dunkelheit liegt, die ich da manchmal habe. Oh, Gasly, da liegt schon mal top los. Ja, richtig gut los, Alter. Also, Gasly will zeigen, wer hier die Nummer 1 ist, glaube ich. Alter, was? Aber Ocon hat keinen Verkehr gehabt, oder? Nee. Ocon hat keinen Verkehr gehabt, niemals. Was zur Hölle? Ach du meine Güte. Okay. Was geht denn jetzt ab? Ah, 97. Nicht ganz 100 leider, schade. Aber 97. Man kann dann doch hier ein bisschen was umtauschen vielleicht. Ein bisschen was umprobieren. Bei Ocon hat man am meisten Angst allerdings.
Es ist sogar höher gegangen um 2%. Naja, aber viel besser hast du ohnehin bekommen, leider. Man kann es nochmal versuchen mit dem Form für Geneigungswinkel jetzt, aber Ocon war wesentlich, ne? Hab ich irgendwie nicht gut hinbekommen heute. Bei Gassi war es irgendwie einfacher. Leclerc ist aber auch 6 Zehntel dahinter. Was macht es? Verstappen auch 4. Okay. Gut, es kann sein, dass Verstappen Verkehr hatte, aber was? Ist das jetzt wirklich. Okay. Aber 6 Zehntel auch zum Team klicken. Ocon weiß ich genau, dass der keinen Verkehr hatte. Das war einfach eine Traumrunde von Pierre. Würde ich mal sagen. Ja, die Williams haben sich irgendwie nicht verbessert. Tut mir eigentlich weh, das zu sehen. Das so zu sehen. Ja. Kommt hier Verstappen noch ran? Ja, okay, Sainz kommt jetzt ran, aber nur Sainz. Verstappen. Nicht, Verstappen war immer noch so weit dahinter. Nur Sainz kam jetzt mal näher ran. Ganz nah ran. Aber. Okay. Okay, bei Gasly. Okay, bei Ocon hat sich sogar wirklich was verbessert noch. Um 1%, aber auch nur. Bei Gasly werden wir erstmal wieder rückgängig machen. Der hat alles optimal und nur einmal großartig bei Übersteuern. Man hat auch nochmal hier einfach hier die 5,0 ausprobieren. Und bei Ocon werden wir einfach jetzt die 8,0 noch ausprobieren. Um mal zu sehen, ob das fast funktioniert, wenn nicht. Ja, aber Ocon nicht so gut, ich weiß. Irgendwie wesentlich. Ich hab's irgendwie nicht besser hinbekommen. Keine Ahnung warum. Okay. Wir werden das mit gebrauchten Reifen wieder machen jetzt hier. Diesen One. Ah, ja. Keine Ahnung, was das war für eine Runde für den Pierre, aber. Mal sehen, ob er jetzt mit Gebrauchten das auch kann. Aber erstmal darf er keinen Verkehr haben und er wird Verkehr haben. Oder? War es der Windfaden? Aber so guten Windfaden hat er gar nicht auf Paris gehabt. Der war gar nicht mal so einen Meilenweit nah dran. Und vor allem Bahrain hat auch nicht die längsten Geraden. Also wird das ohne so viel ausmachen. Ich meine, in Mexiko wird das was ausmachen oder so. Oder Baku. Aber doch nicht in Bahrain. Es geht schon wieder so los. Über fast 2 Zehntel vor Ocon im ersten Sektor. Wir können ja was mal beim ersten Mal in Q3 dann umgekehrt einfach machen. Ja, wieder 2 Zehntel. Genau 2 Zehntel sogar. Wirklich. Ja, nee, die beiden haben keinen Verkehr. Also haben wir das bisher auch mit dem Verkehr gut gemacht. Was ist das? Wieder 5 Zehntel. Was ist mit Pierre los? Unfassbar. Das kennt man ja überhaupt nicht. Aber auch Leclerc kommt dann sogar nicht mal an Ocon ran. Was zur Hölle? Verstappen ist halt noch das Beste. Ja, Verstappen kommt, bleibt aber auch immer die ganze Zeit zu viel dahinter. Der kommt ohne viel näher ran. Das ist einfach Bugatti oder was einfach. Jemand geriet ins Schleudern. Die Mercedes scheinen nicht so gut zu sein. Tatsächlich, das tut mir leid für Perez. Für Bottas, der jetzt gewechselt ist. Ja, nee. Für Gasly geht nichts mehr als 97, aber was heißt das schon? Das ist top. Bei Ocon hat es nichts gebracht. Okay, gut, dann. Ja, 75 ist nicht top, aber ist nicht gut, aber. Ja, gut, ist gut, aber nicht großartig, nicht perfekt. Nicht mal annähernd. Ich weiß nicht, was das los war. Bei Gasly hat es wirklich fast auf die 100 bekommen. Oder liegt es hier vom Setup? Das kann nicht auch sein, aber. Ja. No, McLaren fand ich ein bisschen Fortschritt gemacht zu haben. Aktuell ist No ist nämlich in McLaren in Q3. Das muss man nicht unbedingt gewöhnt sein in der letzten Saison. Ah, doch, No schafft es tatsächlich. Und Gas hat weiterhin dominiert und dominiert auch weiterhin ganz schön. Und jetzt, wenn die beiden fahren, boah. No hat es wirklich weitergeschafft. Und Ricardo ist auch 12. Also, die McLaren fand ein bisschen Fortschritt gemacht zu haben, glaube ich. Und Mick Schumacher, sehe ich jetzt erst, der hat es wirklich. In Q2 sogar geschafft. Krass. Das ist schon krass, stark. Und Albon bei seinem Debüt für Alfa Romeo hat gleich mal Stroll geschlagen. Eieiei. Das ist auch ein. Ist schon ein kleines. Naja, Denkzettel. Okay. Radio check. Zweimal frische Sätze, Softs. Genau. Ich wollte ja, okay. Jetzt werde ich die mal ein bisschen versetzt losschicken. Und zwar Gasly erst jetzt. Es hat der Windschatten von Verstappen. Oh, wollte eigentlich, dass der mal jetzt keinen Windschatten unbedingt hat, Gasly, um mal zu sehen, ob das wirklich am Windschatten liegt. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil guck mal, der hat echt so weit weg.
in dem Spiel ist das jetzt auch nicht so wie im Real Life, dass das unbedingt viel ausschlaggebend ist. Also, das ist wohl wirklich einfach nur Gassi. Das ist unglaublich. Mal sehen, ob er es jetzt auch im Q3 noch so hinbekommen kann. Also jetzt sogar nur grün, aber trotzdem, aber ich glaube, Verstappen war nicht viel schneller. Weil wenn man sich das mal anguckt, Gassi ist wieder so ungefähr fast 2 Zehntel schneller als Ocon im ersten Sektor. Ja, mal sehen, Verstappen scheint es aber jetzt auch zu wissen wollen. Okay, Ocon wird glaube ich nicht lange behalten. Gegen Verstappen nicht. Aber Gasly kontert auch Verstappen. Ja, also Gasly ist on fire. Also wir sind auf jeden Fall dabei, um vorne mitfahren zu können. Zumindest mit Gasly. Ja, und auch mit Ocon. Der ist halt nur weit weg von seinem Teamkollegen, aber der war ja trotzdem vorhin Platz 4. Ja, und Gasly torpediert die Zeit, aber jetzt nicht mehr so um viel. Es hat Verstappen nur nochmal eine Schippe draufgelegt, aber trotzdem ist es eine 10. aktuell. Und erst Martin, zumindest in Form von Alonso, scheint auch einen Fortschritt gemacht zu haben. Und guckt mal an hier. Ocon ist 4. Aber trotzdem. Ah, nicht mal so weit weg sogar, sehe ich gerade hier. Ja, jetzt ist es doch nicht mehr so viel. Und Perez, ui. Oh, jetzt war es doch nochmal ein bisschen enger. Das war. Interessant. Okay, jetzt werden wir erstmal hier die Reifen neu reinpacken jetzt hier. So. Die Räder haben wir blockiert. Und Perez blockieren die Räder. Gut, das muss bei seiner Inlap oder Outlap wahrscheinlich gewesen sein. So, jetzt muss man langsam hier machen. Okay. Da sehen wir also die Pole-Ziffer, die erste Pole der Saison. Wir gehen zu Pierre, weil der wahrscheinlich bessere Chancen hat auf die Pole heute. Die Frage ist, was machen die Red Bulls noch? Können die noch kontern? Gegen Gasly? Oder ziffert er sich hier die erste Pole der Saison? Ocon ist mal mit grün. Gasly leider keine Verbesserung, aber nur 5000 langsamer sein erster Sektor. Also beim ersten Mal, also ist das jetzt nicht so schlimm. Ich brauche keine Verbesserung, wenn die Red Bulls sich nicht großartig verbessern. Aber die Mercedes fallen nicht so ganz unfall. So ein Bottas liegt bei seinem Debüt Russell. Das ist ganz stark. Ah, Lila aber für. Okay. Verstappen schafft es nicht. Perez auch nicht. Okay, Gasly auf Pol. Gasly auf Pol. Ocon verbessert sich auch nicht. Gasly verbessert sich nochmal. Boah. Nochmal eine mega Runde von Pierre. Stark. Das war. Gasly holt sich die erste Pol der Saison. Aber man muss sagen, der Q1 war sein schnellster One. Der hat nur immer ein bisschen nachgelassen dann. Aber trotzdem am Ende für die Pol gereift natürlich. Also. Und Perez und Verstappen haben, oder vor allem Perez hat sich nochmal deutlich gesteigert. Aber gut. Zeit für letzte Handgriffe in der Startaufstellung, bevor das Rennen beginnt. Tolle Leistung von Alpha Tauri im Qualifying. Eine fantastische Gelegenheit, um im Rennen den Ton angeben zu können. Ja, hoffentlich. So, ja, wir gucken uns nochmal das Setup bei Pierre an. Ja, alles optimal, bis auf einmal nur großartig. Ich denke, wird aber trotzdem enges Rennen. Oh, schlecht bei Übersteuern. Oh, nee. Der fährt er zwar hier optimal, hier großartig und hier immerhin mal gut. Aber das schlecht, das macht mir ein bisschen Sorgen. Nicht, dass es sich hier irgendwie dann bei Übersteuern eben sich wegdreht oder so. Das kann auch bei optimal passieren, ja. Aber bei schlecht ist halt nochmal wahrscheinlicher als bei optimal. Ja, mal sehen. Wir müssen das Beste hoffen. Und ja, erstmal werden wir die Fahroption natürlich wieder auf vollkommen on fire machen. So, dann. Benzin geht nicht mehr als das hier, okay. Machen wir aber trotzdem so. Okay, die Strategie. Es soll eine 2. Okay, das war mir fast schon klar. Aber zweimal Soft kann man nehmen. Okay, ist die Frage, was machen wir? Das soll sogar schneller sein als das erstmal. Okay, das ist mir fast schon klar wegen Hard. Aber das hier soll. Nee, das soll wirklich das schnellste sein mit diesen Softs. Wollen wir das machen? Unser Reifenverschleiß ist halt nicht das Beste, ne? Wir können, aber uns wird sogar mit Softs hier was angegeben. Also machen wir das, denke ich, mit Softs, wenn uns das schon angegeben wird. Und ich denke, die anderen machen das fast oben, würde ich fast sagen. Und dann werden wir halt überlegen, ob auf Hard, dann Medium, Hard, Soft oder Medium, Soft. Oder halt Medium, das kann man auch machen. Das, ja, das ist gerade angegeben. Man könnte Medium dann nehmen natürlich. Das kann man dazu überlegen, okay. Los geht's. Ich bin gespannt, wie es losgeht. Die Fahrer sind jetzt in Startaufstellung. Es steht ihnen eine sehr bewölkte Nacht bevor. Und da haben wir Pierre Gasly.
Das ist P1. Mal sehen, ob diese Position von Vorteil ist. Etwas weiter hinten haben wir Esteban Ocon. Mit einer Top-10-Platzierung am Start könnte dieses Rennen so oder so ausgehen. Alle haben auf diesen Moment hingearbeitet. Jetzt geht's los mit dem großen Preis von Bahrain. Das Startsignal erlischt und los geht's. Und los geht's. Gasly kommt ganz okay weg. Aber Perez kommt auch nicht schlecht weg. Der ist schon daneben. Na, jetzt muss Gasly versuchen, da zu verteidigen. Ocon nebenbei attackiert schon mal Verstappen. Oh, Gasly wird die Position gegen Perez verlieren, glaube ich. Oder hat es das ERS? Kann sich da auch anhalten. Kommt das immer manchmal. Ocon hat sich Verstappen tatsächlich gekrallt. Wir lassen die aber jetzt wieder. Wir lassen die beiden jetzt fahren, ne? Jetzt geht's nicht mehr um Team, oder? Und Gasly mal sehen, kann sich Gasly sogar absetzen. Der war im Qualifying echt stark. Vor allem in Q1 und Q2 auch. Q3 war dann ein bisschen schlechter, aber trotzdem war es eine mega Leistung und die Pole hat er voll verdient natürlich eingefahren. Oh, aber auch Ocon scheint hier ganz gut Druck machen zu können direkt mal. Oh ja, und fliegt da einfach mal locker vorbei. Das ist crazy. Mal sehen. Können wir uns hier sogar absetzen jetzt? Was hat die andere Reifen überhaupt? Ja, alle Softs, okay, alle starten mit Softs. Jetzt ist die Frage, Gasly, kann der sich hier absetzen von Ocon sogar? Oder kann Ocon, Ocon scheint aber sich auch absetzen, Alter. Ocon hat jetzt irgendwo nochmal eine Schippe draufgelegt oder was? Also Gasly, der tut das mal sich so ein bisschen absetzen. Aber nicht meilenweit viel bis jetzt. 1,3 waren es jetzt mal. Ja. Aber doch, Alter. Unsere beiden sind ja on fire, Junge. Perez kommt ja da aktuell gar nicht mal ganz mit. Und das ohne Reifen hart ranzunehmen. Nur halt gut mit Druck machen etwas. Das werden wir auch nicht mehr lange machen können. Gasly mir das nächste Runde. Das ist echt krass. Da können wir. Machen wir mal die sich ganz kurz. Die sieht doch ganz nice aus. Oh, und Ocon, der holt sogar viel auf, Alter. Ja, im Rennen scheint Ocon stärker zu sein, definitiv. Es ist nur die Frage, was machen wir halt? Aber die kommen ja aktuell nicht mit, die Red Bull direkt. Nicht ganz, aber es kann sich wohl im Laufe ändern. Klar. Es kann nur der Windschatten sein, warum Ocon immer wieder näher kommt. Weil eigentlich in den Kurven tut Gasly sich dann schon wieder ein bisschen absetzen, wie man sieht. Ja, oder? Ja, ein bisschen sieht man hier so, ein bisschen, wie es immer größer wird dann. Aber bei Ocon würde ich erstmal ganz kurz hier, bei Gasly gleich auch. Auf nächste Runde von Ocon sogar. Tatsache, da ist wirklich schnell unterwegs. Ah, auf nächste Runde, ja. Eine kurze Sekunde. Er hat doch das DS gehabt auf sein Team klicken, krass. Ja, gut. Das hätte ich nicht gedacht, nachdem so stark wie Gasly im Qualifying war. Hätte ich nicht gedacht, dass da Ocon unbedingt näher rankommt. Aber auch bei Gasly hat sich das mal erledigt jetzt mit dem ERS. Würde ich einfach mal sagen. Ja, jetzt ist es sogar deutlich größer geworden. Mal sehen, wer jetzt wirklich schneller ist. Jemand zu Gasly. Aber die Red Bull, nee, die haben sogar eine ganze Schlange hinter sich gerade. Eieieiei. Sogar Norris kann da mithalten, in dem McLaren. Also bei Red Bull geht es ja bisher noch gar nicht so gut. Obwohl, wisst ihr was? Nee, komm. Wir müssen die auf ERS. Wir müssen die auf ERS. Also sonst kommt die Red Bull hier oben wieder ran. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir jetzt nicht. Oder Benzin nebenbei. Ja, vor allem wegen dem Benzin. Das müssten wir jetzt auch mal wieder. Ah, geht doch mal. Müssen wir jetzt auch mal wieder auf hier ausgewogen machen. Einfach damit die mal ein bisschen ansparen, bis das ERS leer ist. Dann können die wieder Druck machen erstmal. Aber die Red Bull kommt wirklich nicht hinterher. Die bekämpfen sich hier auch noch. Da haben wir es jetzt gerade besser. Die sind in einem Respektabstand von so 1,6 Sekunden. Ja, Alter, ihr guckt euch das an hier. Ha. 3 Sekunden fast von jetzt hier.
Das ist krass. Aber das ERS wird doch bald leer sein, schätze ich. Die könnten mal kurz vielleicht sogar Benzin sparen, beide. Einfach nur mal ganz kurz, solange hier der 5+2 aussieht. Könnten sogar vielleicht mal ganz kurz beide leichten Fasti fahren. Nur mal ganz kurz. Mal sehen, ob das was ausmacht dann, ob die dann näher kommen können. Die Red Bull. Ja, es ist bei Gasly mal leer. Okay. Bei Ocon werden wir jetzt auch einfach mal das machen jetzt. Okay, ciao, John. Ja, jetzt hat sich aber erstmal wieder ausgemerzt mit dem hier. We have Martin to push a bit more. Und auch beim hier machen wir wieder ausgewogen jetzt erstmal. Let's lift up, please. 3 Sekunden Vorsprung tatsächlich beide. Und Ocon, der lässt wirklich nicht locker gegen seinen Teamkollegen. Der hält da mit zumindest. Und kommt sogar ab und zu mal ein bisschen näher ran. Mal sehen, wie jetzt es aussieht. Ah, die brauchen aber gleich wieder ERS, damit die halt nicht zu nah rankommen, die beiden Red Bull. Also der Windschatten macht schon was aus. Also ist der doch im Spiel wahrscheinlich ein bisschen doch größer, als ich es gedacht habe. Oh oh, die brauchen ERS. Die brauchen ERS, aber schnell. Die Red Bull, die kommen da an. Ocon lässt echt nicht locker. Das ist echt crazy. Hätte ich nicht nach dem Qualifying gedacht, wirklich. Aber gut, das zeigt einfach, dass Gasly sich diesmal ein bisschen warm anziehen muss, würde ich sagen, gegen sein Teamkollegen. Ocon will diese Saison um den Titel mitkämpfen. Das kann man ihm anerkennen. Also wenn die so weit so eng zusammen sind, habe ich halt immer Angst, dass sie sich das abschießen, wie in Österreich, ne? Da waren die auch mal sehr eng beisammen. Okay, das ERS müssen wir fast schon erstmal wieder zurückholen. Würde ich dann einfach mal sagen, an wieder. Auf der Geraden an, einfach mal noch schnell. Bei Ocon dasselbe. Da war ich vielleicht sogar ein bisschen zu spät, leider. Ja, da war ich lieber die noch wirklich zu spät. Der Gas ist fast schon leer jetzt. Und die bekämpfen sich da hinten immer noch. So, machen wir das mal so und so. Aber wir können es nicht entscheidend absetzen. Es sind immer noch so knappe 3 Sekunden aktuell. Die Reifen bei den anderen sehen nicht viel besser aus. Also können wir vielleicht sogar die Strategien der anderen machen. Eventuell. Ja, jetzt kommen die wieder ein bisschen näher ran. Ah, Mann, Alter, nervig. Warte, bei Ocon ist auch noch das ES. Naja. Gasly geht. Ja, nee, Gasly ist noch nicht leer bei ES. Ocon hat irgendwie mehr. Ah, die beiden Red Bull, die bekämpfen sich da. Und unsere beiden machen ein schönes Tännchen. Haben die beide ES an, ja, ne? Okay, dann würde ich jetzt mal einfach sagen, ein bisschen weiter vormachen, einfach kurz. Okay, ERS bei Gasly leer. Das ist bitter, also damit jetzt Ocon nicht direkt einen Nachteil hat, Futter hat. Okay. Bei ihm einfach mal leer machen, ausmachen. Ja, 3 Sekunden zu Perez und so. Oh, sind 3 ist gelb. Ein 60er wäre für die, für den Stop gar nicht mal so schlecht. Wer kommt da von der Linie? Oh, Sainz, okay, guck mal an. Sehen wir uns das mal an. Sainz ist jetzt im Fokus. Ja, okay. Es kommt zu einem kleinen Rutscher. Gut, kann man machen. Würde ich sagen, zumindest. Oh, Ocon hat sich sogar ins DS-Fenster wirklich gefahren. Damit habe ich nicht ganz gegriffen bisher, ne? Ja, aber ist dann doch. Jetzt könnte aber das DS haben. Er hat es vielleicht, oder? Hat er es? Ja, er hat es tatsächlich. Oh, jetzt wird's spannend. Ich will jetzt auch nicht unbedingt Teamanweisung, also wenn die dann Fehler machen, einer, wäre es nicht so gut. Aber bitte schießt euch nicht ab, bitte. Das war immer meine Angst. Das können wir nicht gebrauchen. So, ES könnt ihr aber beide wieder jetzt benutzen. Auf Überholen, ES ist wieder fast leer, voll jetzt.
Es wird dann der erste Führungswechsel mal kommen. Von Ocon gegen Gasly. Oi, aber Gasly will sich das nicht gefallen lassen. Aber Sekunde, anhalten. Wir gucken uns das am besten von der Sicht an. Da kann das spannender sein. Ja, auf jeden Fall sogar. Die beiden Alpha. Oh, Gasly nebenbei hat sogar die Nummer 1 an seinem Auto, sehe ich hier gerade. Oder? Sehe ich das gerade richtig? Weil der ja Weltmeister wurde. Als ob das in das Spiel geht. Dass die Fahrer oben Nummer 1 dann wählen können. Er hat die Nummer 1, oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich glaube ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sekunde. Anhalten. Ja, der hat die Nummer 1. Sieht man das? Der hat die Nummer 1 hier. Sekunde, ich mache hier mit der Maus. Hier. Der hat die Nummer 1 wirklich. Der hat die wirklich, weil er Weltmeister wurde, genommen. Als ob das auch in diesem Spiel geht, dass die Fahrer das nehmen können, wenn die wollen. Krass. Das macht es natürlich richtig geil. Und wir setzen uns weiter ab. Obwohl, ist ja nicht ganz immer so schlecht, dass die sich immer mitziehen hier. Weil somit können wir uns sogar wirklich ganz schön absetzen. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass die hier hintereinander sind und sich jeweils immer das DRS geben und sich gegenseitig überholen, machen die Red Bull ja nun mal nicht anders. Aber Gasly ist schon wieder das DRS ist leer. Deshalb brauchen wir bei Ocon einfach jetzt mal. Runde 13, wann kommt man jetzt in die Box? Ich würde sagen, wir gehen als Letzte in die Box. Also wenn die Red Bull in die Box gehen, gehen wir in die Box. Weil ich will jetzt nicht unbedingt einen Reifen nach dem und will vor allem sehen, was die für Reifen gehen dann. Was die für, auf welche Reifen die gehen dann. Ja, die fahren ja auch noch weiter. Deren Reifenfleiß ist jetzt auch nicht so viel besser. Die werden auch bald reinkommen. Da gehe ich davon aus. Da bin ich mit Team Silver. Oh, Seite, Seite, die beiden. Ja, wirklich Gas hat die Nummer 1. Ich weiß, das sieht richtig mega aus mit diesem Alpha Tauri. Oh, Seite, Seite, die beiden. Oh, Und hat sogar das DS abgeschoben, Gas. Der hat er clever gemacht. Kannst da jetzt sogar ein bisschen absetzen. Aber er wird sich nicht absetzen können. Ich würde sagen, wir machen das so. Wer. Also wenn die anderen reinkommen und wer dann, also beim Wind zum Stop geht, holen wir den als erstes rein, der halt vorne zu diesem Zeitpunkt liegt. Aktuell wäre es Gasly, wahrscheinlich wird es wieder Ocon sein. Ja, jetzt wäre sogar das Zeitfenster für den Stop auf. Die Reifen sehen nicht mehr so gut aus, ne? Wird das so schaffen mit dieser. Ja, man kann ja um zweimal Mediums nehmen, das ist ja kein Problem. Na, jetzt Gasly wieder dahinter. Und die holen auf, die brauchen jetzt wieder ERS. Ocon auch. Jetzt kommt Gasly nicht vorbei. Ich gucke nochmal kurz auf die Aufnahme. Ah ne, na, ich sehe hier gerade nichts verschwommen. Unglaublich, als ob das wirklich an der Dunkelheit liegt. Ja gut, dann muss ich mich am Winter dran erinnern, dran denken, das nie im Dunkeln aufzunehmen. Anscheinend. Dann wird die Bildqualität immer besser. Oh, es hat sogar Ocon das DRS abgestaubt. Oh, das hat er clever gemacht. Jetzt kommen die in die Box. Oh, jetzt kommen mal die in die Box. Okay. Auf was für Reifen gehen die hier? Verstappen. Auf harte. Okay, der geht sogar auf harte. Ja, machen wir dann einfach auch. Oder was? Sekunde, was wurde uns denn nochmal vorgeschlagen nebenbei? Ah, ich weiß es gar nicht mehr. Ah, nee, hier. Kann man nicht hier irgendwie gucken? Ah, hier. Ah, die haben wir uns entschieden. Ja, gut. Nee, das machen wir nicht. Das würde niemals gehen. Wir werden dann jetzt einfach auch die harten nehmen. Und je nachdem, wer jetzt vorne ist, holen wir dann halt rein. Jetzt wäre es noch Ocon, aber auf der Zielgeraden, auf der Gegengeraden ist gleichwürdig, werde ich das entscheiden. Wenn Gasly vorbeikommt, holen wir Gasly doch rein zuerst. Was ihn aber vorbeikommt. Oh. Ja, Reifen für das Warnung jetzt schon. Oh, Seite, Seite, oh, was soll man sagen? Oh, es sind Seite, Seite, was soll man machen jetzt? Sekunde, anhalten. Anhalten ganz kurz. Ich gucke mir mal kurz den Reifenverschleiß an. Herr Gasly hat einen härteren Reifenverschleiß. Der hat schon jetzt die 30% erreicht. Ja, die sind immer noch Seite und Seite, ich glaube. Ja, Ocon zieht zwar durch, aber ich würde einfach sagen, auch wenn ich gesagt habe, der Erste, aber ich habe jetzt auch an den Reifenverschleiß nicht gedacht. Gasly hat sogar schon die Warnung jetzt bekommen, dass der Reifenverschleiß hart ist. Dann holen wir einfach mal Gasly rein, auch für die Harten einfach. Mal das, was Verstappen macht, machen. Vielleicht habe ich das anders gesagt. Wer vorne ist, dann ja, aber. Da ist ein Wagen von der Linie abgekommen. Dann kann Ocon zumindest noch mal ein bisschen aggressiv pushen. Und. Ja, und wir holen ihn dann. Sekunde, wir holen ihn dann auch gleich direkt für harte Reifen.
Hoffentlich war das nicht von der Runde zu spät. Verstappen konnte natürlich ganz schön pushen. Bestimmt. Gasly kommt aber raus. Gar nicht mal so eng, aber. Ja, oh, das könnte für Ocon vielleicht sogar dann das, der Untergang doch sein. Dann soll er doch mal ganz kurz komplett angreifen. Ja, und. Ja, gut, Verstappen ist noch ein bisschen dahinter. So ist das jetzt nicht. Gasly kann auch erstmal kurz aggressiv, damit er jetzt keinen Nachteil gegen Ocon hat, aber der hat eh so scheiß schlechte Reifen. Ob der da jetzt vor Gasly bleiben kann, ich weiß es nicht. Obwohl Gasly ein bisschen Verkehr hat gegen Stroll, das kann ihm helfen. Aber der hat dann eher noch das DRS, was ihm hilft, dem Gasly. Obwohl, er hat aber kein DRS, das muss auch erstmal aufladen jetzt. Ah, Ocon, Gasly, Ocon, aber wird eng, das wird eng. Ja, aber Gasly zieht vorbei und das sogar so ein bisschen deutlich, ja. Das war die eine Runde, obwohl, deutlich? Ja, kann man nur nicht so ganz sagen, ne? Ja, nee, gar nicht mal. Die sind immer noch dran, okay. Die sind hier immer noch dran, beinsam, okay. Nur Gasly hat den Undercut geschafft, aber solange sie noch beide dran sind, ist ja alles gut. Gasly ist natürlich wohl nicht so ganz aggressiv und, ja, und lieber auch Ocon nicht, deswegen war fein nicht. Können wir beide mal wieder ein bisschen Druck machen, einfach. Das sehe ich hier gerade. Beim IRS haben sie beide Zurückgewinnung, ne? Ja. Russell war noch nicht in der Box, genau wie Joe, der jetzt reinkommt. Damit sind wir dann wieder auf 1 und 2. Vorerst. Erst Runde 19, wirklich? Na komm, wir fahren uns die Show hier so an. Wieder. Oh, Verstappen. Oh, wir brauchen ERS. Der ist on fire jetzt. Wir brauchen ERS. Der will es wissen anscheinend. Der will es jetzt wissen. Trotz Druck machen kommt er hier ein bisschen näher. Hat doch fast Peres ganz schönes abgezockt, mehr oder weniger. Aber der hat zumindest kein DS, was unseren beiden nicht mal hilft, da wieder wegzuziehen auch. Ihr braucht ERS. Obwohl, bei Ocon ist es fast sogar leer. Außerdem 2 ist gelb und da wird Leclerc durchgereicht. Haben da die Räder? Ja. Gemacht? Wird durchgereicht. Wir gucken uns jetzt nicht an. Ja, Gasly hat sich direkt hier gefunden. Ah, das ERS ist leer. Ah, die sind da wieder jetzt weggekommen von den beiden. Von Verstappen. Das war mir am wichtigsten jetzt. Ah, dank des DRS ist halt. Jetzt wird Gasly wieder vorbeiziehen erstmal. Locker. Ah. Verstappen wird abwesend. Also Bottas ist auf immer auf 4 irgendwie. So 2 ist schon wieder gelb. Was ist da nun wieder los? Keine Ahnung. Haben die Räder blockiert? Marc! Ich sag dazu einfach nichts mehr, oder? Ist besser so, wenn man nichts dazu sagt, würde ich sagen. Oh, es wird. Oh, Gasly hat auch kein ERS mehr, sehe ich gerade. Oh, das war hier die ganze Zeit. Ups. Da habe ich ein bisschen vermasselt. Schnellste Runde von Gasly aber dafür auch. Erstmal. Okay, ich versammle jetzt mal weiter weg jetzt. Benzin müssen wir bei beiden nur erstmal wieder runterkegeln. Gas ist sogar wieder im Minusbereich. Oh, ich habe immer Angst, dass die sich dann irgendeiner muss halt nur einen Fehler machen, dann passiert von der Fehler, dann passiert von der Crash. Aber die haben beide eine 100er Kontrolle. Also ich hoffe einfach mal, dass wenn die von Fehler machen, dann immerhin nicht den anderen damit abschießen. Im besten Fall macht dann immer der führt in diesen Momenten Fehler. Also im besten Fall machen die beide keinen Fehler, aber wenn, dann der Erste lieber, weil der kann halt sein Team logischerweise nicht abschießen, weil der dahinter ist. Der dahintere weiß man nie. Wenn der sich verbremsen würde jetzt hier oder in der ersten Kurve, der könnte dann noch richtig den abschießen. Und Verstappen ist mal wieder auf Respektabstand von 3 Sekunden. Jetzt sogar wird es um viel mehr wegen dem DRS. Ja, wenn er sich jetzt verbremsen würde, dann könnte Pierre abschießen direkt. Für 3 ist gelb. Alter, ist noch ein langes Rennen. Mick mit Fehler. Aber Mick, der so gut im Qualifying war mit Q2. Der Bottas, ey. Bottas, der zerstört schon ganz schön Russell bei seinem Debüt, ne? Das ist schon echt krass. Das ist schon ein bisschen, naja, ein bisschen bitter für Bottas. Bitter für Russell.
Bottas Quatsch. Ja, okay, die brauchen beide ERS überholen. Ocon genauso. Wird auch erst wieder vorbeischießen jetzt der gute Esteban. Ich bin gespannt. Also, Esteban down? Ah, nee, das war Gasly, der vorbei an Ocon ist. Ah, okay. Ja, das war mein Fehler. Aber jetzt wird der Konter gleich kommen und da kommt davon. Und er zieht sogar wirklich vorbei. Die beiden können ihr ERS rausballern, wie es nur geht. Ja, die sind wirklich auf einem Niveau. Das wird ein spannender Teamkampf, würde ich mal einfach so schätzen. Also hier haben wir so Halo von Gasly sehen. Die 1 hier. Sieht man das hier? Die ist nur ganz klein. Ja, wo hier meine Maus hier gerade drauf ist. Auch da die stehen. Die 1. Aber Perez, Alter. Wo kommt der von wieder her? Verstappen hat doch schon einen ganz guten Vorsprung auf den gehabt. Dann scheint Verstappen, Perez wohl wirklich schneller heute zu sein als. Also ja, Teamduell. Alpha Tauri gegen. Also Teamduell von Alpha Tauri und Teamduell gegen Red Bull. Für Red Bull. Oh, deswegen, weil Perez auf den Medien sogar ist. Oh, lol, das hab ich gar nicht mitbekommen. Okay, der könnte es in der Gefahr natürlich da auf den für unsere beiden. Der hat halt die Medien, aber. Die sehen auch nicht mehr. Ja, gut, sehen gut okay noch aus, aber die werden halt nicht so lange halten, denke ich. Jetzt nur eins ist gelb und Safety haben wir auch noch nicht gesehen bisher. Die Räder haben blockiert. Aber Latifi, eieiei, Latifi, Nikolas. Aber trotzdem können wir uns absetzen von Perez kann sich wohl nicht einmal absetzen von Verstappen, der harte Reifen hat. Also ranfahren konnte Perez, aber nicht vorbeifahren und absetzen. Das kann er dann doch nicht. Aber Perez wird natürlich wahrscheinlich dann im letzten Stint die harten haben. Oder wird er vielleicht wirklich die Soft-Medium anpeilen. Die wir eigentlich auch hätten machen können, aber ich mich nicht getraut habe, weil Verstappen das nicht gemacht hat. Aber setzt sich das DS jetzt? Oh, ich glaube Gasly hat das DS und wird es vorbeiziehen. Ja, der hat das DS. Aber kommt gar nicht mal so gut weg. Oh, beide wieder kein DS. Ah, daran muss ich wohl mal dran denken und achten. 5 Sekunden schon, was? Zur Hölle. Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall unser Auto nicht. Also unser Auto ist noch so stark wie der letzten Saison, wenn nicht sogar besser. Würde ich mal so schätzen. Es kommt so auf die Fahrer halt vor allem drauf an, ob die Fehler machen. Jetzt hat sich Gasly das DS gesichert auch. Ich kann aber erstmal das ERS, ich könnte erstmal wieder ganz kurz ein bisschen. Aber nee, Gasly soll er erstmal gar nicht sparen, das soll er jetzt keinen Nachteil gegen Ocon haben. Irgendwie hat Ocon aber mehr Benzin übrig, keine Ahnung warum. Also, na, was gehen wir da für Reifen? Ich würde sagen, wir müssen schon bis Runde 40 kommen, um mit Softs dann. Nee, um dann mit Mediums auf jeden Fall problemlos durchfahren zu können, oder Runde 38 zumindest. Also noch 12 Runden. Das geht schon mit den Reifen locker. Also, wir können auf jeden Fall dann die Mediums am Ende nehmen. Die Strategie mit den Hard, Medium und so, die ist schon ganz gut. Jetzt holen die auch deutlich wieder auf, weil beide kein ERS haben, ja. Das ist halt so, aber die können ein bisschen aufholen erstmal. Und können ein bisschen ERS ansparen. Aber jetzt kommt die doch ganz schön hier. Ne, wir brauchen ERS. Wir brauchen ERS. Und Selbstlöffel ist auf gar keinen Fall heute. Also keine Mercedes-Dominanz momentan. Darum brauchen wir ES, um da auf jeden Fall gut ranzukommen. Oioioioioi. Alter. Das war ganz schön aggressiv, aber gut. Wenn man Nummer 1 sein will, muss man halt auch was gegenseitig versuchen. Und das beweisen die beiden eindrucksvoll. Also schon wieder leer war's. Wie schnell ging das denn bei Pierre jetzt schon wieder? Alter. Ja, Gasly kann erstmal hier ein bisschen rausballern, aber. Gut, aber es war erstmal wieder Zurückgewinnung lieber. Alter, wie schnell geht denn das leer, Alter? Bei Gasly vor allem. Ich mach mal überholen, bei Ocon überholen, der hat viel mehr Ocon irgendwie. Obwohl die beiden ungefähr gleich viel haben, also kein, wieso bei Gasly so schnell leer ist. Grad. Ja, wo jetzt verballert ist Ocon doch mehr als Gasly. Beiden sind erst ein bisschen Zurückgewinnung betreiben.
Gasly kann das letzte bisschen das rausballen, ja, Ocon auch. Habe ich vielleicht bei Ocon zu spät gemacht, aber ja gut. Oh, ich habe Angst, dass die sich irgendwie Fehler machen und dann sich abschießen. Ja, das muss man als Team sich zulassen. Ich meine, wäre es am Ende der Saison und Gasly wäre, oder einer von unseren beiden, wäre nur noch im Titelkampf, dann ja, müsste man wieder so halt Team-Autos machen. Aber jetzt, am Anfang der Saison, habe ich ja gesagt, haben beide die Chance und darum, ja, muss ich mir das wohl geben lassen und muss da auch in Kauf nehmen, wenn, falls es da wirklich irgendwas passiert, dann sollte was passieren, was ich mal einfach nicht hoffe. Aber das ist den beiden einfach wirklich nicht zutrauen. Oh, wo kommt jetzt Sainz von mir her? Oh oh, die kommen näher. Die kommen näher. Wir sollten doch mal aggressiv fahren lassen, die beiden jetzt mal. Wir sollten die wirklich aggressiv fahren lassen und das ERS brauchen sie. Ja, ja, die kommen jetzt von ganz schön näher. Ja, es ist den beiden auch zuzutrauen, dass die auf aggressiv fahren keine Fehler machen. Angreifen will ich aber nicht. Erstmal ein bisschen die Reifen halten, trotzdem etwas noch. Und zweitens, wäre es, denke ich, dumm. Aber es hat sich Gasly absetzen können, jetzt kommt das DS ab wieder ins Spiel, das wird natürlich Ocon helfen. Aber nicht vom Vorbeizukommen momentan. Gasly hat auch kein ERS mehr. Ah, Ocon ohne mehr, sehe ich gerade. Aber so sind sie jetzt weg durch das aggressive Fahren, ja müssen sie auch. Sie müssen mal ein bisschen, vielleicht eine Runde von Pierre sogar. Durch das aggressive Fahren, ja gut. Oh, jetzt kommt der nächste Angriff. Oh. Und Ocon setzt sich durch. Oh Mann, da wird es einem immer für ihn schnell warm, wenn man die eigenen Fahrer da im Kampf, beim Kämpfen sieht. Hier beim Positionskämpfen. Ja, sind sie wieder weggekommen. Erstmal haben wieder ERS. Was sie verballern können. Ja, Gasly hat sogar schon wieder fast alles leer jetzt. Die bekämpfen sie, okay, das aggressiv fahren hat sich erstmal ein bisschen erledigt, würde ich einfach mal sagen. Das ERS ist leer geworden, obwohl es auf Zurückgewinnung ist, interessant. Ocon hat sich jetzt wieder Gasly geschnappt. Beide dürfen ERS rausballern. Aber wir müssen das im Auge behalten, immer dann hier Zurückgewinnung im besten Fall. Ich denke, wir fahren jetzt noch so 8 Runden. Ja, man kann sogar mit den. Da wird einer wieder durchgereicht. Wer ist es diesmal? Ich weiß es nicht. Da haben die Räder blockiert. Mag. Ja. Wie kann denn das ERS leer gehen, wenn das ja für Rückgewinnung ist, sag mal. Steve, hab's nicht, jetzt geht's mal höher, ja, schön. Aber jetzt brauchen wir auch wieder, ich brauche wieder erst, Alter, die kommen. Ja, wir haben es nicht so einfach trotzdem. Boah, jetzt kommen die beiden schon wieder, oh. Oh, da wird's einem warm. Ich werde mal ganz kurz hier einfach mal kurz ein bisschen schneller vormachen. Boah. Die müssen aggressiv fahren. Die kommen mir ganz schön näher, Alter. Oh, wir haben es wirklich nicht leicht heute trotzdem, um da hier irgendwie was zu machen. Das ist wirklich kein Selbstläufer, das ist leider so. Ah, come on. Jetzt können unsere beiden wieder sich ein bisschen lösen. Okay, wer hat den schlechteren Reifenfleiß? Den hat Gasly wieder. Okay, dann muss er wohl wieder eher dann reinkommen. Okay, ich würde sagen, wir fahren noch 5 Runden eventuell. Konkret mit Reifenblockade. Oh, jetzt ein Safety-Car. Einfach nicht so gut. Ah ne. Wieder Magnussen oder was? Wer war es diesmal? Sieht aus, als würden die. Ne, Mick diesmal. Okay, ja, gut. Das kann dann immer mit Magnussen sein. Ja, die bleiben aber dran. Sogar mit aggressiven Fahren jetzt. Und die werden auf Mediums dann, glaube ich, gehen im letzten Stint. Oh, also die sind auf Mediums, deswegen. Die sind ja auf Mediums, aber Verstappen halt. Die Fahrt, okay. Ah, es ist ein bisschen weg wieder. Ah, er ist ja wieder leer bei beiden mittlerweile.
Ja, okay, gut. Ich würde sagen, wir fahren bis Runde 40 einfach genau. Oh. Jetzt habe ich wieder ein bisschen, ja, jetzt haben die wieder, jetzt müssen die wieder hier ERS benutzen, damit die hier wieder nicht so auf eine Nähe kommen, einfach. Overtake available. Da sind sie nämlich schon hier. Das sind doch die mit Mediums, aber er hätte mir doch mit Mediums machen sollen. Ich weiß nicht. Oder Splitten zumindest, keine Ahnung. Ja, es ist wieder fast leer. Obwohl, nee, das können wir benutzen. Der Ocon ist irgendwie. Ah, keine Ahnung, was das ist. Da kommt der nächste Angriff jetzt direkt. Die können auch noch ein bisschen fahren, aber gehen die sogar wirklich auf die Softs am Ende? Oh, das wäre natürlich ärgerlich für uns, aber ich habe mir halt nicht mehr getraut, aber wir sind ja trotzdem nach vorne, so lange ist ja alles gut. Ja, es haben die beiden noch, wird fünf Gastlis alles verballern direkt. Ah, nee, nicht ganz. Kann auch nicht ganz. Okay, jetzt werden die erstmal diese Zurückgewinnung. Wir werden noch ein bisschen fahren, so bis Runde 40 würde ich sagen. Dann auf die Medium, so doch auf Soft, ah, nee, wir können nicht, nee. Wir gehen dann, denke ich, wirklich einfach auf die Soft. Auf die Mediums. Aber die werden wirklich auf die Softs gehen, würde ich sagen. Okay. Jetzt überholen ERS, aber jetzt können wir es wieder ein bisschen absetzen, wo ich das mit dem ERS ein bisschen besser manage, wieder mache. Können die auch ab. Ocon, warum hat der hier so viel Benzin und Gas so wenig? Habt ihr doch die ganze Zeit gleich mache Druck machen lassen? Und trotzdem hat Ocon irgendwie ist Ocon Spaß mal eventuell, keine Ahnung. Seltsam. Okay. Ich würde sagen, wir fahren noch eine Runde mit Gasly. Würde ich einfach mal sagen. Und dann, ja. Eine Runde mit Pierre. Und dann können wir, aber wir könnten dann vielleicht sogar schon auf die Softs. Ich weiß es nicht. Obwohl, ich weiß es echt nicht. Schauen wir uns mal kurz. Wir hätten noch 86%, ja. Aber halten die? Ich weiß es halt echt nicht. Dammes Reifen, harte Reifen sehen jetzt auch nicht so viel besser aus. Würde ich sagen, machen wir erstmal wieder Standard fahren lassen jetzt, ja. Okay, jetzt muss ich hier erstmal, ja, ist auf Null nämlich. Ocon kann sogar noch, aber werden wir es nicht. Jetzt haben wir wieder, nee, haben wir jetzt wieder, ja, knappe 3 Sekunden. Jetzt kommen die in die Box, okay. Jetzt heißt es aggressiv. Was waren die für Reifen? Waren die wirklich so soft jetzt? Tatsache, wollen wir das dann einfach auch machen? Und da wird noch aufgehalten. Wollen wir das dann einfach auch machen jetzt? Das sind ja nun. Ich weiß nicht, das sind ja nun hier, was weiß ich. Ja, das sind halt auch gebrauchte. Ja, komm, dann machen wir das auch. Dann machen wir es einfach auch mit Gasly auch wieder, weil der den schlechteren Reifenvergleich einfach hat. Würde ich sagen, wir sind auch gleich wieder vorne. Mal sehen, wir werden ihm einfach mal überholen geben, damit er vielleicht sogar vorkommt. Ja, er wird vorbeikommen. Okay, dann ist sowieso der erste jetzt, der, den wir haben, der abgestoppt wird, nenne ich mal. Ja, oh, Ocon, aber übrigens vergessen, aggressiv zu machen. Ups, das war mein Fehler. Tut mir leid, Esteban, er kann überholen benutzen. Und Gasly kann währenddessen mal in der Box aufladen. Und Ocon kommt dann jetzt in der nächsten Runde rein. Für die Softs. Hoffen wir, dass das jetzt was gebracht hat, ihn noch länger fahren zu lassen. Ich hoffe mal, dass jetzt Perez nicht vorbeikommt. Oh, es wird aber eng. Oh, der kommt wirklich vorbei. Boah, was? Das war ein mega Undercut. Ja, gut, aber Gasly hat eine gute Pace die ganze Zeit gehabt. Aber dann wird Ocon auch geflogen werden. Okay, das war vielleicht doch zu spät. Ah, Mann. Ja, es war zu spät. Aber Gasly hat die Pace. Gasly hat die Pace. Gasly hat die Pace. Gasly hat die Pace. Um sich da wieder zurückzukämpfen. Jetzt, nein, mit überholen. Ja, komm. Ja, Batterie ist leer.
Aber da ist sogar wieder vorbei jetzt, direkt. Aber die Frage ist, kann er sich wieder absetzen? Das könnte jetzt problematisch werden. Aggressive Fahrt sich vielleicht mal kurz. Aber ohne ERS wird es halt schwer. Um eine Position verbessert. Ja, Ocon wird wahrscheinlich jetzt auch die A-Karte haben. Ja, und Sainz wird wieder vorbeikommen. Oh. Das war, wir haben zu spät. Ja, wir haben zu lange gewartet. Oh, wir haben zu lange gewartet. Ocon wird auch, der verliert auch jetzt. Russell war aber noch nicht in der Box, immerhin. Oh weia. Oh weia, oh weia, wir haben es verkackt, würde ich sagen. Ja, es wird jetzt nicht mehr so leicht jetzt. Wir müssen jetzt irgendwie. Ocon hat richtig, ja, die Harten, die waren ja grauenhaft. Ocon muss sogar mal kurz angreifen, einfach. Oh, Alter, der verliert sogar Zeit, was? Zur Hölle ist das jetzt auf einmal. Das war aber im ersten Bahrain-Rennen, glaube ich, so. Da waren wir, hatten wir da auch keinen Pace mehr. Ja, ich weiß nicht. Der Reifen vielleicht scheint zu sein, irgendwie. Ja, wir werden Dritter und Vierter sein. Es wäre ja auch kein guter, es wäre auch nicht schlecht, was beim Auftakt, aber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das hier jetzt? Ja, wir brauchen fast aggressiv. Wir brauchen aggressiv, damit Gasly erstmal hier ranbleiben kann. Nee, er braucht Druck mal bloß. Er braucht Druck mal erstmal. Da hat er noch genug Benzin, ja, weil die Reifen sollen trotzdem halten. Okay, jetzt kann er immerhin erstmal dranbleiben. Wieder. Kann er jetzt noch rausbauen, das Verbleibende. Oh, wo kommt der von? Okay, weil ich ihn angreifen, ja, okay. Jetzt ist der erstmal wieder vorbei. Oh Gott, wir haben zu lange gewartet. Ja, ich wusste halt jetzt nicht. Aber wie die Reifen auch echt so grauenhaft wurden, das ist ja echt unglaublich. Wie die Reifen echt zu schnell ein Desaster wurden, das kommt ja auch keiner an jetzt. Das letzte Runde von Ocon immerhin, naja. Aber jetzt da nochmal vorbeizukommen und sich den Furchtbar rauszufahren, Safety wäre halt gut. Aber Verstappen hat verloren auch. Aber auch Verstappen hat verloren, der hat ja auch so lange gewartet. Ja, und vor allem, ich denke, Verstappen wird eher unser, ja. Ja. Komm, ihr S. Oh, jetzt kommt das mal an, Ocon locker vorbei, okay. Ich würde erstmal sagen, ganz kurz. Wir werden vorerst erstmal wirklich nicht gegen Team kämpfen. Weil wenn die sich bekämpfen die ganze Zeit, das kann Zeit kosten. Wir sind jetzt nicht vorne, wo die das machen können. Wir müssen jetzt hier irgendwie versuchen, wenigstens mit einem eventuell mal sehen. ERS haben sie halt wieder nicht. Oh. Ärgerlich, Mann. Ah, Ocon hätte es, aber das werden wir erstmal nicht machen. Ja, Verstappen hat auch Pech gehabt. Immerhin hat Verstappen auch. Der war ja hat länger gebraucht. Ja. Jetzt kommt er, braucht ERS, sonst kommt er da nicht hinterher tatsächlich. Ja, Mann, das haben aber Perez und Sainz. Die waren wirklich die Soft mit Medium Soft. Das ist hier wirklich die beste Strategie eventuell. Aber wir haben halt nicht so die guten Reifen vielleicht, würde ich sagen. So, kommt. Ah, das Benzin hat sich sowas mal ausgemerzt. Bei Pierre wieder. Ocon könnte. Aber machen wir mal nicht. Da darf ich es erstmal eh nicht Gas überholen. Aber kann ERS gleich mal benutzen. Ja, okay, wir müssen jetzt mal hier gleich ERS für dich das Ziel haben. Ja, come on. Bevor ich überhaupt überholen mache, ist es erst schon leer. Was ist denn das? Ah, meinetwegen kann nur einfach. Ja. Aber es ist ein bisschen DRS-Train. Ah, Mann, Alter, das war einfach nur. Ja, Bahrain ist echt immer schwer, was Reifenfleiß angeht. Das machen die anderen einfach besser als wir. Oder wir hätten so ein Vertrauen so mit Medien, aber ich hab's mir halt nicht getraut. Das ist ja das Problem. Oh, so 30 Gelben, 60 Gewehr. Und Pierre hat einen Fehler gemacht. Okay, somit wird es einfacher, denke ich. Perez hat einen Fehler gemacht. Na ja, gut, das kann auch sein natürlich. Ein Kampf gegen Sainz. Das war ja die Gasly-Verbremserstelle von der letzten Saison. Nebenbei mal. Ja, ist auf Zurückgewinnung, okay. Okay. Komm, Pierre. ERS. Somit wird es zumindest vielleicht ein Doppelpodium. Oh, Bottas sogar. Oh, jetzt ist sogar Bottas im Mercedes. Oh ja, das ist auch gut.
Aber unsere Reifen gegen die anderen, ja, wohl, die sehen ohne so viel besser aus. Nicht so viel schlechter aus, so rum. Überholen, bitte klappt das, bitte klappt das. Ja, jetzt wird Gas jetzt noch vorbeischießen. Ohne erst war. Wer für mich in O'Connor vorbeikommen könnte, dann können wir wieder ein bisschen taktisch agieren. Weil absetzen werden wir uns jetzt nicht mehr unbedingt können. Alpha Tauri hat einen Platz aufgeholt. Ja, wir haben keine ES, wo wir verteidigen könnten. Dann wird das sein, dass wir locker vorbeischießen. Ja, O'Connor könnte auch, aber der soll erstmal nicht. Wir sollen jetzt mal ein bisschen taktisch agieren. Weil sonst, ja, wenn die sich bekämpfen, kann es sein, dass sie eventuell noch absetzen. Das Risiko will ich dabei nicht eingehen unbedingt. Klar, wenn einer jetzt einen Fehler machen würde, dann klar, dann müssen wir den hier auf den Ja, aber fast Paris hat sich mal aus dem Rennen aus der Siegchance gegeben. Und jetzt geht's Sainz, Gasly, Ocon. Okay, jetzt komm, ES hat er. ES auch gleich Rückgewinnung. Das soll möglichst nicht fuchter Ziel leer gehen. Ocon hat's auch nicht mehr. Oh, Mist, das hat wohl ganz vermasselt jetzt bei ihm. Aber es geht irgendwie. Nee, Ocon hat noch. Gasly hat noch. Gasly hat noch. Der kann es mal verteidigen, einfach machen. Ist mal wieder leer jetzt, ja. Ja, damit wird es so nicht klappen. Ach, Mann, also scheiße, ja, ist. Ja, es wird schwer und da ist wieder was passiert. Irgendwo was, weiß ich noch. Aber Sainz führt, Leclerc ist 11. Das ist relativ wieder. Oh, jetzt geht's aber los, ja. Jetzt kommt der Pier an. So, jetzt brauchen wir erstmal ERS zum Verteidigen gleich. Oh nein! Oh, komm, komm, halt dich. Jetzt verteidigen. Oder überholen ERS. Ah ne, verteidigen habe ich jetzt angegeben. Okay, sehr gut. Sehr gut, der kommt erstmal weg jetzt kurz. Jetzt lassen wir den nochmal ganz kurz aggressiv fahren. Obwohl, aggressiv fahren? Hat halt kein ERS, wo er jetzt wegkommen könnte. Und somit wird das sogar nichts, Mist. Mist, nee, brauchen wir erstmal nichts. Können wir nicht machen erstmal. Aber die Reifen sind, aber die Softs, die sind echt brutal, was das angeht, ne? Oh, er kommt aber, was? Zur Hölle. Überholen jetzt, überholen. Bei Gasly. Ja, er kommt aber nicht, Sainz. Er kommt nicht. Okay, das ist gut. Überholen. Ah, ne, ja, doch, das bringt aber was. Da kommt er nicht unbedingt dran jetzt. Oder kommt dran, aber er kommt nicht vorbei zumindest. Okay, er braucht ERS für die Stazil gleich wieder. Wir müssen das gut managen. Wir müssen das gut hinbekommen. Er braucht das Ziel auf jeden Fall immer verteidigen, ERS. Wenn er eine Chance hat, sich vielleicht jetzt zu behaupten die ganze Zeit. Ja, und das sieht doch wieder so aus. Wir leer zwar. Es wird ein bisschen aufgeladen, kann es hier weiterhin benutzen. Und bleibt da weiterhin vorne. Sehr gut. 5-6 Runden noch. Vielleicht kann Ocon auch nochmal sich seine wieder einmischen hier. Lass wir den mal ein bisschen angreifen jetzt kurz. Vielleicht bringt das ja was. Mal kurz, er hat ein bisschen besseres Reifenfleisch, deswegen können wir das machen. Und das bringt sogar mit dem Verteidigen. Das bringt etwas. Sehr, sehr gut. Aber jetzt könnte es leer gehen. Wieder mal. Ja, nein, noch nicht ganz, aber gleich. Hat nur 1%, das wird wahrscheinlich leer gehen direkt jetzt. Ja, das wird es und damit wird er vorbeikommen. Na oder? Oder Ocon aber jetzt. Ah, Ocon, ja, Ocon. Wir könnten ihn dann, ja, es wäre ein bisschen bitter, weil es halt, ja. Es ist zwar jetzt bitter. Oder wollen wir das machen? Ja, wir lassen die fahren, was machen wir jetzt? Mal anhalten kurz. Was machen wir jetzt? Wollen wir Ocon mal kurz aufhalten, einfach damit hier es immerhin der Sieg wird? Weil ich will jetzt auch nicht unbedingt die Anweisung bei Ocon rausnehmen, weil sonst haben wir das Pech eventuell. Jetzt, man muss da fast die Uhr wieder runter, weil jetzt hat Ocon sogar dadurch den schlechteren Reifenfleisch als Gasly. Da haben wir vielleicht das Pech, dass dann Ocon eben vorbeikommt und Sainz direkt hinterher. Oder wenn er dahinter bleibt, und Sainz vielleicht beide. Das wäre vielleicht eine Option, ne? Ah, ich weiß nicht, ich hab's halt mir verkackt, ich weiß es echt nicht. Ich würde es einfach machen. Sorry, Esteban, es tut mir wirklich leid, du hast genauso die Chance für den Sieg, aber es soll nur einmal sein, bitte. Nur einmal. Es ist halt jetzt nur zu schwer zu managen, weil ich hab das halt mit dem Timing ein bisschen vermasselt. Und darum kannst du gleich mal ein bisschen sparen, verteidigen.
Ja, okay. Nur mal ganz kurz bitte. Es muss sein. Es tut mir leid. Ich hoffe mal, dass er das auch verteidigen kann. Was er ist, aber ich bin leer. Erst ernsthaft. Versuche es, S-Bahn zumindest. Versuche es. Oh, er hat aber kein ES jetzt. Er hat kein ES. Das ist bitter. Oh, er hat kein ES. Das könnte jetzt das gewesen sein auf diese Geraden oder auf der Geraden. Oh, es wird es gewesen sein, glaube ich. Er hat zwar noch das DS immerhin. Das könnte ihm helfen. Ja, wir müssen es machen kurz. Wir müssen jetzt wieder die Anweisung rausmachen, nicht schnell. Die reifen mal ganz kurz wieder Standard. Ach man, ich hasse, dass das DS immer so schnell leer geht. Er hat sogar nicht mal mehr das DS gehabt oder hat das DS gehabt? Doch hat er. Aber jetzt überholt verteidigen. Ja, er kann es. Er kann es verteidigen. Okay. Wieder erste Rückgewinnung ist. Wir müssen es machen. Wir müssen wenigstens den Sieg safen, wenigstens. Das müssen wir machen. Das tut mir leid. Ocon hat das, ja, es hätte Gasly da unglücklicher sein können, der das machen muss. Aber somit muss es einfach Gasly. Er muss einfach Ocon jetzt mal machen. In den anderen Rennen werde ich dann beide wieder gleich machen. Aber ich will wenigstens den Sieg beim Saisonauftakt. Das habe ich mir halt ein bisschen schwereres gemacht. Wir hätten es viel einfacher haben können. Ich weiß. Verteidigen. Nein, verteidigen. Das habe ich mir. Das hab blöd gemacht. Er ist wieder leer jetzt. Aber somit sieht das ganz gut aus jetzt. Er verteilt das gut bis jetzt. Ganz ist kein ES leider. Damit wird er vielleicht vorbeikommen auf dieser Zielgeraden. Aber er ist immer weiter weg immerhin. Vielleicht werden wir das jetzt gleich mal wieder. Nee, er bleibt dahinter. Er bleibt dahinter sogar. Okay, das ist sehr gut. Damit kann sich das jetzt mal ein bisschen absetzen. Okay, das ist gut. Kann noch ein bisschen leichten Fast hier einfach mal kurz fahren. Nein, kann er nicht. Kann er nicht. Es muss auf Standard bleiben. Und Ocon weg. Es ist, denke ich, wenn mal 2 Sekunden ist mal ein guter Abstand. Denn jetzt müssen wir erstmal mit Ocon natürlich aufpassen, dass er vielleicht sogar doch noch Platz 2 safen kann. Eventuell. Vielleicht kann er das sogar safen. Jetzt ist Gas jetzt mal weg. Okay, also jetzt könnte es vielleicht der Sieg werden, wenn er keinen Fehler mehr macht. Ocon braucht ES zum Verteidigen. Zum Überholen eigentlich. Ah, ist der das? Ah, ist der und das DS abgestaubt. Doch Mann. Haben die Räder blockiert? Gerissener Hund hier. Ah, Sainz hat auch nicht sehr viel besser. Ne, der hat genauso schlechte Reifen wie Gasly. Okay. Sogar weniger schlechtere, habe ich das Gefühl. Kann nur ES rausballern, muss er ES rausballern. Ah, okay. Gas, Ocon. Okay, komm. Esteban. Komm, Esteban. Nein! Mann, immer das Doppelklicken, Mann, das nervt. Warum das immer so ist? Okay, komm, Esteban, versuche noch Platz 2 im besten Fall. Podium, Doppelpodium soll es werden, immerhin. Versuche es, Esteban. Hol dir Platz 2. Wir gucken uns das an. Aus dieser Sicht von Ocon. Also, Gasly ist safe. Also, ja, wir mussten das machen. Wenigstens der Sieg. Jetzt kommt noch der Perez noch näher. Bedrohlich nah ran. Jetzt hat er kein ES erstmal. Er braucht das ES für die letzte Runde. Und er kommt aber jetzt, ja, er braucht das ES für die letzte Runde. Bleib lieber dahinter, Esteban. Er braucht das ES für die letzte Runde. Gas ist jetzt weg. Oh, Gas ist sogar deutlich weg, Alter. Die reiten sie aber echt killbar. Also, Wahnsinn. So, er braucht ES jetzt hier auf dieser Geraden. Er braucht ES. Gas in der letzten Runde. Ocon zieht erstmal vorbei. ES ist leer, ja. Ja, ich will gar nicht doppelklicken, aber es macht es einfach. Ocon hat kein DS, aber hat überholen. Er muss es verteidigen. Hat einen Platz aufgeholt. Zurückgewinnung erstmal. Gasly macht das da vorne. Ich will lieber das so erstmal haben. Es musste sein. So, jetzt komm. Verteidigen. Jetzt gleich. Achtung und los geht's. Verteidigen. Die letzte Chance ist eigentlich für Leclerc. Für Sainz. Verteidige dich. Verteidige dich. Verteidige dich. Sieht gut aus. ES war leer. Das sieht aber gut aus. Es sieht gut aus. Jetzt lassen wir den mal noch kurz angreifen und mache Druck. Um halt einfach voll alles rauszuhauen, weil wir jetzt zu Gasly gehen. Die Reifen sehen grauenhaft aus. 20% bei beiden nur noch. Unfassbar. Oh, was wird's bei Gasly? Ocon? Gasly gewinnt erstmal das Rennen. Und Ocon wird Zweiter. Doppelsieg für das Erste. Aber mehr oder weniger Foto-Finish. Boah. Da haben wir uns jetzt aber unnötig spannend gemacht. Durch die. Da haben wir uns jetzt echt. Ich Unnötig. glaube nicht, dass man nach so einem Rennen enttäuscht sein Da haben wir uns unnötig ein bisschen zu viel, ja, zu viel. Wir hatten zu entspannt. Wir hätten einfach eher reinkommen müssen als die anderen.
Dann halt meinetwegen auf die Mediums und wir hätten einfach auf die Mediums gehen sollen, dann hätten wir mehr pushen können. Wäre auch clever gewesen, denke ich. Aber gut, man macht es immer so, mal so, aber sorry Ocon, beim nächsten Mal habt ihr beide wieder die Chance, aber ich wollte einfach nur irgendwie versuchen, dass es der Doppelsieg nur wird. Und dann musste einer halt aufhalten und du musst es dann irgendwie versuchen, vor sein zu bleiben. Hat er geklappt. Tja, Pierre Gasly trifft dieses Wochenende nach dem Stern. Das ist ein wunderschöner Anblick auf dem Podium und eine wahre Krönung für alle Beteiligten. Der Franzose war heute in tadelloser Form und hat dieses Podium-Finish absolut verdient. Aber es geht nicht nur um die heutigen Pokale, sondern um die Punkte, die den Unterschied ausmachen können. Alpha Tauri wird mit diesem Ergebnis sehr zufrieden sein. Das war richtig spannend. Sie haben exzellente Arbeit geleistet und der Applaus ist hochverdient. Nach einem intensiven Wochenende steht das Team ganz oben in der Konstrukteursmeisterschaft. Die Teams bereiten sich jetzt auf die nächste Runde vor, wo sie sich in den Sanddünen von Saudi-Arabien duellieren werden. Ja, es Ocon sogar die nächste Runde am Ende. Gasly hat aber trotzdem, ja stimmt, Gasly hat trotzdem 26 Punkte, weil er halt die Pole hatte, den Sieg. Die schnellste Runde war bei Ocon deutlich schneller als alle anderen, auch von die von Gasly. Aber das liegt auch daran, weil wir Ocon einmal für ein paar Runden vollkommen angreifen haben lassen. Bei Gasly höchstens nur aggressiv. Na also deswegen, daher kommt die schnellste Runde. Wir hätten das so bei Gasly machen können, hätte er sich wirklich die schnellste Runde holen können. Aber ja, wir mussten es einfach mal bei Ocon machen, weil der halt dann doch schon weit hinterher war. Aber somit 16, 20, 19 Punkte. Wir haben die maximal Punktzahl 45 Punkte an diesem Wochenende geholt. Alter. Die anderen 18, ach, Alter, Red Bull hat kaum was. Alter, wir sind jetzt schon ganz schön deutlich vorne vorerst. Aber klar, die Saison ist noch lang. Aber mega. Mega Rennen. Mega Wochenende. Die erste Pole schon, der erste Sieg. Keine schnellste Runde bloß. Aber erste Pole, also Pole-Platzierung, erster Sieg. Für Ocon auch zwei Sachen immerhin. Ja, perfektes Wochenende. Auch wenn es unnötig dann ein bisschen zu viel. Ja, ich hätte es mir spannender machen können. Wenn es einfach eine Runde eher als die gekommen wäre, einfach doch gesagt hätte, jetzt komme ich rein mit einem zumindest der beiden. Das wäre besser gewesen, glaube ich. Ich hatte auch nicht geahnt, dass die jetzt hier in die Box kommen. Also, dass die jetzt hier auf Platz 1. Dass die auf die Softs gehen, meine ich. Aber gut. Was haben wir jetzt hier? Ja. Sehr schön. Es tut mir leid, dass ich Ocon geopfert habe. Also es liegt jetzt nicht daran nur, dass ich Gasly-Fan bin. Also es hätte auch andersrum sein können. Wäre Ocon halt vorne gewesen, da hätte ich das bei Gasly einfach gemacht. So ist es. Aber weil Gasly vorne war, da wollte ich erstmal nicht, dass die sich bekämpfen, damit die erstmal dranbleiben und, na, weil wir hatten vorhin das mit dem Bekämpfen, weil wir halt einen guten Vorsprung hatten, einigermaßen. Aber dann mussten wir halt doch mal ein bisschen ja unser Teamchef Macht ziehen, mehr oder weniger. Und ja, dann hat es Ocon erwischt. Es hätte auch Gasly treffen können, wäre er halt dahinter gewesen. Aber gut, es ist erstmal ein perfektes Rennenwochenende, erster und zweiter, was ja das Ziel in der Saison ist. Und wenn wir das schaffen könnten mit Konstrukteurstitel, dann wird es die letzte Saison sein. Aber das wird erst kommen, was die nächsten Rennen zu bieten. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal in Jeddah dann. Und ciao.